Folge 22, Legend of Zelda, Ocarina of Time. Wir sind immer noch im Waldtempel und Fabian macht jetzt, wie viele Geister machst du diesmal? Ein mindestens. Oh, du bist vorsichtiger geworden. Ich bin vorsichtiger geworden. Sehr angenehm. Ja, letztes Mal sind wir nicht so weit gekommen hier im Waldtempel, weil der ja tatsächlich ganz schön verwirrend ist und... Und ich einfach doof bin. Und sagen wir es doch, wie es ist. Fabian auch einfach doof ist. Also hier auch ganz schön, dass erstmal die Plattform eingeführt werden, obwohl man auch ganz simpel hier die Ranken benutzen kann. Und ein Schalter. Der Schalter der macht jetzt das Wasser ab. Der lässt das Wasser ab. Der bringt uns das Wasser ab, da hast du vollkommen recht. So, jetzt müssen wir da runter. Ist ein ganz schön weiter, tiefer Fall. Schön. Direkt noch die Pflanze weggehauen. Ja, wir suchen jetzt schon seit zwei Folgen hier im Wald nach Salia, im Waldtempel, aber irgendwie sind wir noch weit davon entfernt, zu ihr zu kommen. Das ist irgendwie schade, dass die so lang sind, die Tempel. Das ist noch der kürzeste. Ja, ich sag ja, das dachte ich mir, weil das der erste von denen jetzt ist. Vor allem, du hast sie ja auch durchgespielt. Ja, ich finde das nicht so... Das ist eine der Sachen, die ich immer nicht so mag, weil mir vergeht immer nach der Hälfte der Zeit so die Lust. So, jetzt könnte es auch vorbei sein mit dem Tempel. Ich würde gerne was Neues sehen. Mir ist das immer zu lang gewesen. Ich hatte immer das Gefühl, sie wollen da sehr die Zeit strecken, die man spielt. Weil sie haben ja sehr viele verschiedene drin, so ist es ja nun nicht. Aber dann steht doch auch dazu, dass ihr Abwechslung wollt. Und macht doch, lasst uns nicht anderthalb Stunden durch so ein Ding tun. So, wo geht's denn jetzt weiter? Bin da noch? Warst du doch schon. Ja. Aber das ist doch nicht der Brunnen, wo das Wasser abgelassen wurde, oder? Doch. Der sah aber eben ganz anders aus in der Zwischensequenz. Egal. Also es war die andere Seite vom Brunnen. Ja, genau, wollte ich doch sagen. Schlüssel! Schön. Ich gehe mal kurz nochmal zur anderen Seite. Mit welchem Ziel? Da nochmal hochzugehen. Und warum? Dann den Eingang zu nehmen. Und warum? Um weiter hochzukommen. Ach so, danke, das ist das Wichtigste. Jetzt kletter doch mal schnell, mein Gott. Jetzt hat er schon so lange Beine im Vergleich zu früher und klettert trotzdem so lang. Nee. Fast. Ist leider voll mit der Fresse gegen den Stein geflogen. Oh, passiert. Tut mir leid. Vielleicht in einem anderen Winkel. Nein. Auch das nicht. Machen wir es doch einfach mal von vorne, ne? Muss man vielleicht erstmal die Pflanze kaputt hauen. Wie wär's denn damit? Ach so. Sex, der Link. What? Hat er doch gerade gesagt. Du hörst immer nur, was du hören willst. Was er sagt, dafür kann ich doch nichts. Da geht's auch. Das ist eine dreckige Fantasie, Dennis. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Ja. Zu Recht. Oh Mann, ey. Mann, da geht's auch nicht weiter. Was ist denn das Mann, für ein Blöder-Tempel? Hier, guck mal. Hier ist ein Weg. Hier ist ein scheiß Weg. Ja, wenn ich jetzt hier raufschieße, sollte ich auch diese verdammte Truhe bekommen. Nee. Wenn ich sag, dass ich hier schieße und die verdammte Truhe bekomme... Dabei war der Winkel viel schlechter als auf der anderen Seite. War nicht wahr. Doch, du Nein. hast viel mehr von der Truhe gesehen, von da so rechts. Ja, mehr gesehen, aber der Winkel war besser. Ah ja. Möchte ich bezweifeln. Yay, Sammelobjekte. Woohoo. So, was haben wir jetzt gewonnen? Wo kommen wir jetzt hin von da aus? Da. Okay, jetzt haben wir schon jede Menge Schlüssel gesammelt, auf jeden Fall. Zwei Stück. Wir können da jetzt jede Tür öffnen, die wir uns nur wünschen können. Türen über Türen. Wo soll das alles nur hinführen? Oh, reimen wir jetzt? Ja.
Das ist ja schön. War das der Engel? Da waren wir doch schon. Das war genau der Raum. Wir sind da. Mhm. Kommen wir noch da, noch da. In dem kleinen Raum waren wir noch nicht, oder? Nee. Nee. Ja, Luke. Ja, oder so. Wir nehmen keine weiteren Leben, wir laufen jetzt immer vorbei. Oh. Okay, bis auf den da, den töten wir. Aber es ist auch nur ein fliegender Schädel, also es ist nicht so wild. Genau. Der hatte eh keine lange, schöne Zukunft. Ach, wir waren bis noch. Ah, ja. Ah, ja, ja. Naja, von oben runterspringen und dann festhalten. Ach so. Das ist jetzt auch der Raum, wo wir hin wollen? Das ist der, wo wir am Anfang drin waren. Nee. Nee, ich meinte den Raum. Ach so, der Raum. Ja. War das da lang? Ach, Dennis, das ist schlimm, wenn man alt ist und alles vergisst. Kenne ich nicht, tut mir leid. Obwohl das Spiel eigentlich für 10-Jährige ist. Ich kann dir da leider nicht helfen. Ich hab schon mehr vergessen, als du hier wusstest. Jetzt nicht über Zelda, aber ach so. Bei allem anderen. Ja, das sieht aber ganz gut aus. Also zumindest das mit dem Hin- und Hergeschiebe, das hast du schon mal ganz gut gemacht. Wir kommen alles um. Andere scheiße, ne? Ja, naja, sonst... Ich meine, ach, das war ja das mit der... Okay. Ich meine, haben wir schon einen Geist? Nee, wir haben noch keinen Geist. Nee, 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 nee. Nope. Nochmal. Ohne Aussicht, nee, dass es besser wird. Das war viel zu weit weg. Viel zu weit weg. Aber irgendwo muss man doch da hinkommen. Ja. Ich meine, dafür ist es doch da, da hochzuklettern. Habt ihr ein Glück, dass wir das für euch spielen? Dann müsst ihr euch jetzt nämlich nicht durchgrübeln. Außer wenn ihr jetzt schon schreit, oh Gott, Fabian, du sagst, dass du hier gut bist und dann musst du scheiße. Das hast du tatsächlich erstaunlich selten gesagt in letzter Zeit. Also insofern muss ich dich da mal in Schutz nehmen. Ist das auch schon? Warum denn? Funzt nicht. Tut mir leid. Was war das? Gar nicht. Achso, nur geklippt. Ja. Ja, okay. Oh Mann. Ja, wie gesagt, ein Geist, ne? Mindestens hast du gesagt. Mindestens. Ja, zum Glück nicht höchstens. Ja. Wobei höchstens ein Geist wahrscheinlich richtiger gewesen wäre. Ja, wenn es weitergeht. So, wo waren wir noch nicht geradeaus? Komme ich da überhaupt hin? Ich weiß nicht. Wir haben auf jeden Fall genug Schlüssel. Also, na, nur zwei. Naja, aber verschlossene Türen sollten jetzt erstmal kein Problem sein. Zumindest die ersten zwei. Das ist korrekt, Dennis. Ich habe gerechnet. Du bist so gut. Nee, weil. Und ich bin nicht gut gerade und ich ist ungut. Vor allem ist es der erste blöde Tempel im Erwachsenenalter und du checkst nicht mal, wie man den ersten Geist im ersten Tempel kriegt. Das lässt mich Böses ahnen, was das weitere Spiel angeht. Ja, könntest du recht haben. Vor allem, weil ich jetzt schon wieder falsch rumlaufe. Der Eingang ist das doch. Ja. Da wollen wir doch gar nicht hin. Oh, Leute, das wird noch was. So, jetzt mal hier ehrlich Butter bei die Fische. So, rechts waren wir. Wir müssen irgendwo nach links. Meine Güte, wie kommt man denn nach links? Ich kann es dir nicht sagen. Ja, und ich bin zu doof dafür, wie es scheint. Okay, mal sehen. Da sind wir so. Ja, muss ja so. Einmal wieder da hinten hin. Bin ich immer gespannt, was das jetzt wird. Ja, ich hoffe es auch. Also, dass es interessant wird. So, dann sind wir hier. Ja, mit den Brunnen und so. Genau. Da unten waren wir schon. Ich will nur noch mal... Also, wir sind jetzt durch die Tür gekommen. Hier sind wir... Genau. Nicht oben durch die Tür, doch. Genau. Warum zählt denn das nicht an? Ah, weil es eine Tür drüber war, oder was? Eine Ebene drüber? Keine Ahnung. Kann sein, ne? Ja.
Ja, lauf ich halt nochmal hin. Da bin ich nicht. Und tot. Ja, meinst du jetzt diesmal läuft's wieder so gut? Ja, doch läuft's. Oh, na, da war er ganz kurz, war er aggro. Ja. Na, siehst du, ist ein. Ist auf der anderen Ebene. Bevor ich hier jetzt durchgehe, will ich kurz mal runterluschern. Ob man noch was sieht. Auf der Ebene. Ich bin auch hier durchgegangen und dann außen rum hingekommen, ne? Ich weiß nicht mehr, wo du dahin bist von da aus. Das ist schon so lange her. Moment, dann sind wir jetzt hier. War hier noch eine Skulptur? Nur eine von den Skulpturen. Von den normalen, ja. Genau, dann bist du da durch. Hast den Schalter gedrückt und dann sind die Brunnen abgelassen worden, oder? Das war das doch. Ja, aber wir sind da hinten. Auf der Ebene, genau. Wir sind ja jetzt an sich auf der Seite. Das ist richtig. Durch die Tür sind wir irgendwie nicht gegangen, oder? Kommen wir da nicht her? Irgendwie nicht, oder? Also der Gang sieht noch geschlossen aus. Keine Ahnung. Und nicht. Moment. War das die Tür, die dann zugeht, wenn ich da durchgehe? Weiß ich doch nicht. Ja. Ja. Aber dann war das da und dann müssen wir einfach auf der anderen. Oh Mann, Dennis, ey. Das ist alles sehr lustig. Nope. Das ist das Let's Fail des Jahres. Gut, dass ihr nur einen Tag warten müsst, um das nächste Let's Fail zu sehen. Ja, super. Ich hätte am liebsten Lust, es gar nicht ausschauen zu lassen. Naja, komm, du hast doch ein paar Minuten Zeit. Versuch noch irgendwas Sinnvolles zu machen. Okay. Denk kurz nach, was du jetzt machen willst, und dann mach was Sinnvolles. Und dann mach das Gegenteil davon. Okay. Also, nachdem, so wie du dich bisher angestellt hast, überleg dir was und mach exakt das Gegenteil, weil dann funktioniert es vielleicht auch. Gut. Klingt nach einem Plan. Ja. Ein hervorragender Plan. Aua, das war zum Beispiel schon mal falsch. Nein, nein, nein. Ich glaube nicht. Lass dich nicht. Das hat viel Schönes gehabt. Kommst du da jetzt irgendwie weiter? Weiß ich nicht. Ich probier's. Nicht irgendwie an die Holztür. Nee, naja, die ist zu weit weg. Die ist zu weit weg, genau. Also, das ist auch zu weit weg. Da komme ich nicht hin. Scheißendreck nur eins! Ich habe aber wirklich echt gar keinen Plan mehr, wie es weiterging, ne? Ja, aber das hat man ja manchmal, selbst bei Spielen, die man mehrfach gespielt hat. Hat man noch das Gefühl, man weiß es, aber eigentlich, sobald man dann in den Gebieten ist, weiß man auch nicht mehr, welche von den drei Türen und zuerst und so. Das ist nicht schlimm, das können dir alle verzeihen. Jetzt habe ich einen Stock eingesammelt, den ich gar nicht benutzen kann. Das ist irgendwie albern. Okay, mal sehen. Mal sehen. Nur mal, um die Orientierung zu bekommen. Jetzt wollen wir die Orientierung. Also, das ist die Tür, die hier unten ist. Dann ist es zu meiner... Recht muss hier doch irgendwo ein Scheißweg sein. Unten ist keiner. Und nur der lange Gang, ne? Und B2 ist, wo du mit dem Fahrstuhl runterfährst. Okay. Das ist. Aber der ist auf der Ebene. Ich raff's gar nicht. Da sollte irgendwo ein Gang sein. Oh, war was zu pumpen? Vor allem, dass wir so viele Schlüssel haben, finde ich auch irgendwie merkwürdig. Ja. Weil sonst findest du ja dann automatisch gleich Türen, wo du die Schlüssel benutzen kannst. Ja. Ich habe jetzt aber auch noch keine Wände gesehen, die irgendwie nach Bomben aussahen, ehrlich gesagt. Also das wird, glaube ich, auch nichts. Ich halte es auch für sehr, sehr unrealistisch. Ich finde es halt schon komisch. Bei der Wand hätte ich halt
wirklich gedacht, dass man da nur mit Pfeil und Bogen hinkommt. Wow. Und da oben ist ja auch dieses Wirbelsymbol. Das bedeutet ja immer, dass man... Dass man wirbeln muss. Nee, das ist vom Tempel. Okay. Okay, jetzt bin ich hier. Was ist denn... Ja. Hier links diese Rankendinger, wenn man, wo kommt man da hin, wenn man da lang klettert? Wo der Skulptur da dran ist. Du bist ja immer, gehst ja immer direkt zu der Tür. Ja. Na, guck mal, guck mal. Nix. Also da hängt man dann einfach irgendwie. Also es ist wirklich nur, um da hochzukommen. Wenn man nicht drauf die Idee kommt, sich da direkt hochzuziehen. Ich werde es euch sagen, ich habe lieber 5 Fail-Folgen, als dass ich für ein Spiel, was ich schon einmal durchgespielt habe. Einmal schon! Ja, aber ich gucke doch nicht jetzt nicht in Walkthrough für Legend of Zelda. Mal gucken, ob ich ihn noch umstimmen kann, wenn es jetzt noch 3 Folgen so weitergeht. Ja, vor allem, ich hätte gedacht, dass wir da oben hinkommen. Kommen wir mal nicht. Zumindest nicht mit den uns jetzt zur Verfügung stehenden Mitteln. Ja, das ist korrekt. Nein, 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 nicht. Ist vor allen Dingen auch blöd, weil so viele Gebiete gibt es jetzt hier nicht. Also es ist ja nicht so, als könnte man irgendwie hunderte Sachen erkunden. Ein bisschen höher. Ein bisschen tiefer. Ich glaube, das sind nicht so eine Rampe, wo man sich hinfangen kann. Oh, schade. Nee, dann wäre der Punkt rot. Ja. Dann wäre das der Laserpointer. Da ist eine Tür. Ja, aber wie komme ich da hoch? Keiner weiß es. Ja, leider. Möglicherweise, Fabian, wäre es dennoch angebracht, in dich zu gehen und das dann uns in der nächsten Folge zu präsentieren. Jetzt muss ich erstmal an einer scheiß Pflanze sterben. Das wird dir doch nicht passieren, dem großen Zelda-Meister. Guck, alle besiegt, wunderbar. So, jetzt wissen wir ja... Moment. Auf dem Weg stehen. Auf dem Weg stehen. Hochflutschen. Aber da ist auch da ist nichts zum Festhalten, ja. Keine Ranken. Jetzt haben wir auch schon wieder dieses Gepiepe. Mann. Ja, die nächsten Ranken sind da so links um die Ecke. Okay. Aber es ist halt wirklich, es gibt aus dem Teil 2 Ausgänge. Den einen nach links unten benutze ich die ganze Zeit, da geht die Tür genau. Zu. Das und der andere ist genau über uns. Der andere ist über uns und den... Da kommen wir nicht hin. Da kommen wir vielleicht nur von der anderen Seite hin, aber es ergibt keinen Sinn, weil wir in die andere Tür nicht reinkommen. Vom weil, die rein weil die zu hoch ist. Das hoch heißt, ist. Es muss links weitergehen. Eigentlich muss es da weitergehen, ja. Na gut, dann gucken wir doch mal unten an den Brunnen rein. Also da können wir jetzt schnell ins andere Gebiet rein. Ja. Oh Mann, jetzt... Danke. Kletter, kletter, kletter. Ja, kletter, wir könnten ja auch erstmal hier für die armen Zuschauer eine Pause machen. Das wollte ich vorhin andeuten, als ich das vor 2 Minuten gesagt habe. Das hast du ja geflissentlich ignoriert, aber ach so. Ich verstehe das sehr gut. Ja, du wolltest natürlich deine Schande nicht eingestehen. Doch, ich gestehe sie ein, dass ich ein absoluter Noob gerade bin. Leute, Fabian läuft jetzt noch ein bisschen rum, guckt noch ein bisschen und nächste Folge geht es auf jeden Fall irgendwie weiter. Wahrscheinlich 5 Sekunden, nachdem wir die Folge ausgemacht haben und keiner glaubt mir, dass wir es gleich gefunden haben. Ja, wahrscheinlich nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.